Was geht ab, Friends? Ich bin's Luisa. Schön, dass du bei einem neuen Video hier auf meinem... Ich stehe so kurz davor, meine Nerven zu verlieren. Kanal mal wieder am Start bist. Ich denke, am Ende des Tages wollen wir uns doch alle irgendwie geil schminken können. Und vor allem wollen wir, dass das Make-up so lange wie möglich hält. Und wenn du meinen Kanal zurzeit länger verfolgst, dann weißt du, ich versuche irgendwie meine Schminkkünste stetig zu verbessern. Ich bin immer auf der Suche nach den neuesten Sachen, damit es nicht so aussieht, wie ich mich in Vergangenheit geschminkt habe. Und ich bin Beauty-Guru. Jedenfalls geht ein Make-up-Hack gerade viral auf Instagram als auch auf TikTok. Dort gibt es eine junge Frau, die meinte, die Lösung all unserer Make-up-Probleme gefunden zu haben. Und zwar ist es ein Hack, die die perfekte Foundation-Routine zeigen soll. Change your whole routine and try this instead. Moisturize first. Then after moisturizing, take some translucent powder. I usually use the Fit Me one. And I just lightly dab it all over my face. Not too much. Then take some setting spray. It could be any setting spray. I usually use the NYX one. After the setting spray, take a primer and just put your primer. Also, wait for the setting spray to dry first. Then just put on your foundation and just see what happens and how amazing your fucking makeup is gonna look. And it's gonna stay on 24/7 and it's not gonna crease. Technique that's probably still used by so many other people. I heard that it's been used for like a long time, but I just found out about it. And honestly, look. I don't know. Und finde gerade meine Haarklammer nicht. So kann ich nicht arbeiten. So, Schritt Nummer 1 war Moisturize First. Das heißt erstmal, ja, ne, Tagespflege auftragen. Einfach eine, ja, Gesichtscreme. Hier habe ich jetzt von Too Faced den Hangover Good to Go. Ist jetzt nicht der Hangover Primer, sondern wirklich einfach nur ein Moisturizer. Also eine, ja, Feuchtigkeitscreme. Und zusätzlich habe ich mir überlegt, um auch diesen Hack wirklich auch auszuprobieren, ich werde jetzt die Foundation-Routine genauso machen wie sie. Und dann werde ich mich alle paar Stunden hier dann zurückmelden und dir ein Update geben, wie meine Haut, ja, sich so macht. Feuchtigkeitscreme ist drauf. Weiter geht's dann mit, glaube ich, Puderbars. Hier habe ich jetzt von NYX den Canster Wunster Puder. Den Puder, das Puder, deine Mutter Puder. Also deine Mutter als offiziellen Artikel. Neben der, die das. Bin dafür. Daddy, das. Warum ist das? Warum? Daddy, ich frag mal dumm. Sie meinte auch wirklich nur sehr wenig Puder. Ich nehme jetzt hier meinen Pinsel. Eine leichte Schicht und sette damit, weiß nicht, meine Feuchtigkeitscreme. Also meine Poren heute, die werden gerade richtig auseinandergenommen. Wann eigentlich nicht bei mir? Dann kommt dann Setting Spray in die Schicht. Hier benutze ich von Morphe den Continuous Setting Mist. Und lasse es erstmal wieder trocknen. Ich bräuchte so einen Tischventilator. Dann kommt der Primer. Hier von Becca habe ich hier meinen Lieblingsprimer, und zwar hier den lilanen. Den Becca First Light Priming Filter. Übrigens, wenn du halt in Zukunft auch mehr von solchen Make-up-Hacks auf Instagram, TikTok oder sonst wo siehst, schick mir das auf jeden Fall immer auf Instagram. Da heißt ich genauso wie hier Luisa Crashen. Da halte ich dich sowieso über meinen Alltag sowieso immer auf dem Laufenden. Und man merkt auch, es ist nicht so einfach, den Primer tatsächlich irgendwie schön einzuarbeiten, einzukriegen wie sonst. Also ich spüre so ein bisschen Widerstand auf der Haut. Nach dem Primer kommt dann jetzt auch der Schritt mit der Foundation. Normalerweise starte ich da immer mit dem Color Corrector hier von Becca unter den Augen. Deswegen werde ich jetzt auch einfach so meine normale Foundation-Routine, wie ich sie sonst immer mache, dann auch tatsächlich auch machen. Das heißt, rosa Kon... Das heißt ein bisschen hier... Das heißt ein bisschen hier... Das heißt ein bisschen pinker Concealer. Als Foundation benutze ich hier die L'Oreal Perfect Matte Foundation. Hier benutze ich die Farbe 2N und arbeite die hier mit meinem Beauty-Schwamm ein. Verlinke ich die hier unten auf Amazon als auch in meinem Online-Shop. Und da gehe ich ganz normal wie sonst auch hier über meine Haut. Wenn ich die Foundation direkt auf die Haut einarbeite, dann merkt man schon, die Haut zieht die Foundation ein. Du siehst dann, wie die Foundation dann wirklich so eingezogen ist und sich mit der Haut verbindet. Und hier sieht man halt auch, die Foundation rutscht so ein bisschen
bisschen hin und her, als hätten wir so eine Barriere auf der Haut geschaffen. Und deswegen kann sich die Foundation da nicht so krass mit der Haut verbinden, sondern liegt wirklich nur oben drauf, weil wir halt drunter diese ganzen Schichten aufgetragen haben, wo die Foundation halt nicht zur Haut durchdrängen kann. Das ist jetzt so meine Schicht Foundation, wie ich sie jeden Tag auftrage. Und wir haben jetzt genau 12 Uhr. Was ich definitiv merke, ist, dass sich hier meine Foundation ganz leicht absetzt und irgendwie nicht kleben bleibt. Also ich habe hier eine Stelle, wo die Foundation sich einfach nicht drauf haftet. Egal, wie viele Schichten ich da auftrage, meine kleine rote Hautstelle blickt irgendwie immer durch. Und ansonsten sieht die Foundation auch wie immer. Mich interessiert auch eher die Haltbarkeit, deswegen mache ich meine Foundation-Routine weiter mit Concealer, Puder und Kontur und so weiter. Und dann sehen wir uns gleich. Das ist soweit mein ganz gewöhnliche Alltags-Make-up, aber es fehlt noch ein bisschen ein Highlighter. Und das wollte ich dir auf jeden Fall noch zeigen, welches ich gerade ausprobiere. Hier habe ich von Raffers Plastic Life ihren neuen Highlighter, denn sie hat sie hier mit einer neuen Verpackung neu gelauncht. Und die Verpackung ist so schön, so einzigartig. Und davon trage ich mir ein bisschen hier ein bisschen was auf. Es ist jetzt genau 12.23 Uhr und ich muss sagen, das Ergebnis gefällt mir so, so gut. Meine Haut sieht super ebenmäßig aus. Schon mal nicht schlecht, aber die Haltbarkeit ist mir am wichtigsten. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns in so 3 bis 4 Stunden wieder. Zwischenstopp in Nummer 1. Es ist jetzt 19.30 Uhr, also gut 7 Stunden her, seit ich das Make-up aufgetragen habe. Man sieht, mein Lippenstift hat es nicht so krass überlebt, weil ich auch gegessen und getrunken habe. Was mir definitiv sofort auffällt, das Make-up hat sich dann doch in meine Lachfältchen abgesetzt. Das ist so eine Sache, die kann man, glaube ich, mit dem größten Trick der Welt, glaube ich, auch nicht verhindern, wenn man halt einfach an der Stelle Fältchen hat. Deswegen würde ich bei so Aussagen super vorsichtig sein, wenn Make-up-Produkte oder Hacks irgendwie damit beworben werden, dass sie nicht in Fältchen kriechen. Weil sie tun es. Ich sehe deutlich, dass unten am Kinn hat sich die Foundation tatsächlich losgelöst. Ich weiß es nicht, ich bin da eigentlich gar nicht rangegangen. Wahrscheinlich mit dem Essen, aber als ob ich... Also ich würde schon behaupten, dass ich essen kann. Obwohl es hieß, die Foundation bleibt 24/7. Bitch, wear here 24/7. Aber ich muss sagen, meine Kontur, die Foundation um die Kontur, unter der Kontur, an der Stirn, an mein Auge, sitzt schon trotzdem perfekt. Es ist wirklich nur an meinem Mund und ein bisschen im Nasenbereich, wo sie sich so abgesetzt bzw. komplett losgelöst hat. Meine normale Foundation-Routine hält schon so um die 5 Stunden. Jetzt nicht 7 bis 8 Stunden, weil ich weiß, so nach ca. 5 Stunden werde ich dann schon Absätzen haben. Ich glänze und so weiter. Und hier glänze ich gar nicht. Also, dass die Haltbarkeit ein bisschen länger ist, kann ich definitiv zustimmen. So ein Ergebnis habe ich nach 7 Stunden mit meiner normalen Foundation-Routine nicht. Aber ob das wirklich so gut für die Poren ist, weiß ich auch nicht, weil du hast dann schon ein paar Schichten hier die Poren zugespachtelt. Deswegen ist es eher für mich ein Trick für längere Haltbarkeit, gerade wenn es um Events zum Beispiel geht, weil wie du siehst, ich glänze halt überhaupt nicht und das ist für manche echt Gold wert. Was sagst du zum Vorher-Nachher? Überzeugt dich so dieser Hack? Schreib es mal unten in die Kommentare. An dieser Stelle danke ich dir fürs Zusehen und dann sehen wir uns schon ganz schnell in einem neuen Video wieder. Bis dann!